keine Flamme und kein Löschwasser. Es ist ein ungewöhnlicher Einsatz beim Restaurant zum Leuen an der Seestrasse zu Meilen. Was wenig spektakulär aussieht, sei aber eine sehr gefährliche Angelegenheit gewesen. Die Situation war sehr herausfordernd. Wir haben ein historisch schützenswertes Gebäude. Wir haben eine unklare Brandursache. Wir haben eine Rauchentwicklung und wir haben Giftgas, das wir festgestellt haben. Wir haben aber noch keine Wärmequelle gefunden, die den Brand bestätigt hat. Mit Wärmebildkameras gelingt es der Feuerwehr schlussendlich, den Brandherd zu lokalisieren. Im Zwischenboden vom Parterre und im ersten Stock werden die Einsatzkräfte fündig. Als wir haben eingrenzen konnten, wo die Wärmeentwicklung ist, haben wir uns müssen entscheiden, ob wir von unten nach oben oder von oben nach unten kämpfen. Wir haben uns dann dafür entschieden, den weniger schützenswerten Boden zu öffnen und konnten in den Hohlraum, in die Zwischendecke, können vordringen, wo wir schlussendlich den Brandherd gefunden haben mit über 1000 Grad dichter Rauch, also wirklich die drohende Durchzündung, und haben das rasch können kontrollieren und ablöschen. Der Fall erinnert an einen Brand vor gut 4 Jahren in Schaffhausen. Im Hotel Rüde, mitten in der Altstadt, gibt es dazu mal auch eine Rauchentwicklung im Zwischenboden. Ein Vollbrand kann die Feuerwehr genauso wie die Meile gestern Nachmittag verhindern. In der Taktik war es für uns wichtig, die intakten Gebäudeteile zu schützen können, sowohl von der Verrußung als auch vom Feuer und allfälligem Wasserschaden, der ebenfalls nicht produziert worden ist. Die Wirtefamilie sagt am Telefon, sie gänge von einem Kabelbrand aus. Das Gebäude vom Gasthof zum Leuen gibt es seit 1419. Es steht unter kantonalem Denkmalschutz. Die zuständige Baudirektion will jetzt genau ein Schadensausmaß abwarten und dann die Renovierung einleiten. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Kantonspolizei von einer Schadenssumme von mehreren 10'000 Franken aus.